Ey, es ist noch ein bisschen Backpulver über, ne? Ich backe Ihnen auch einen Blechkuchen mit, aber verschwinden Sie. Leute, ich muss euch unbedingt noch was erzählen. Wir waren ja letztens in Japan. Nani? Und da gab es ja tatsächlich die ein oder andere leckere Sache. Frühstückchen. Regie, ich glaube, das war der falsche Clip. Yuzu Drachenfrucht besteht aus? Drachenfrucht. Und die schmeckt wie? Lecker. Oh, das ist schön. Das ist das Paradies, Leute. Und weil du die so gerne magst. Aber Drachenfrucht allein ist ja immer ein bisschen lame. Jetzt so eine säuerliche Note da dran. Eine Zitrone. Oh. Wie ist der pH-Wert von einer Zitrone? Keine Ahnung. Das ist keine normale Zitrone. Die kommt hier aus Japan. Was? Das wissen viele Leute nicht. Eine japanische Zitrone. Stückchen. Ne? Cheers. Mm. Ganz schön sauer. Das ist ja normal, ne? So, was sagst du? Das beides zusammen kombiniert? Ist der Wahnsinn. Der absolute Karo. Das war die schnellst ausverkaufteste Sorte von Just Legends ever. Wir sollten den Rekord halten. Es gibt nur noch 3000 Tabs. Nur 3000? Nein, wirklich. Es gibt 3000 Tabs, danach ist es wieder weg. Oh nein. Dann müssen wir wieder nach Japan fahren, Leute, und uns lustige Hüte kaufen. Oh mein Gott. Meine Kreditkarte hält er nicht aus, tut Alter. Uns das nicht an. Machst du QR-Codes? Hatte ich nicht verstanden. Möchtest du einen QR-Code haben? Alter, soll ich einen QR-Code? Ich hol dir einen ganz eigenen QR-Code. Warte mal, ich hol dir mal hier raus, Alter. Hallo, hier, guck mal, ein QR-Code. Wow. Den kann man scannen. Gibt's auch unten einen Link? Unten gibt's sowas von. Drei Links gibt's unten. Ich krieg nicht mal 15% kann man sparen mit dem Code SAF. Wenn ihr nicht jetzt zuschlagt, dann ist der halt weg. Just Legends Yuzu Drachenfrucht, Leute. Ist lecker. Sind nur noch wenige da, verpasst es nicht. Link unten in der Beschreibung. Ist so. Sef, wir müssen es schnell machen. Leute, hört zu. Eigentlich wollte ich das ja schon in Japan für euch aufnehmen. Es hätte halt super gut gepasst. Aber The Bathhouse von Chiller's Art hat dann wohl doch eine Weile länger zum Release gebraucht als ursprünglich geplant. Heute kommen wir aber in den Genuss und können endlich sämtliche Körperritzen fluten. Weil's geil ist. Flutet ihr doch gleich mal bei Gelegenheit die Anzahl der Likes. Wär mega, Alter. Slappt der da den Boden, Alter? Was hat der denn jemals getan? What? Ich bin es leid, für so eine Firma zu schuften. Verbuddelt der da gerade seinen Chef, oder was? Ich muss den Job hinschmeißen. Das ist doch nicht gesund. Einfach hinschmeißen und aufs Land ziehen. Und schön 4 Uhr morgens die Bertha melken, Alter. Ein Traumleben. Aber dafür fehlt mir das Geld. Ugh. So ein Mist. Ich liebe es jetzt schon. Oh, ein Flyer. Was haben wir denn da? Eine Möglichkeit, kostenlos aufs Land zu ziehen? Das sieht doch gut aus. Wohnen Sie mietfrei, wenn Sie im Badehaus arbeiten? Ey, da ist so ein riesengroßes rotes Ausrufezeichen drauf, wo dran steht, lies bitte das Kleingedruckte, weil den Haken, den willst du dir nicht entgehen lassen. Am besten ich kündige sofort. Ja, mach das. Und du rufst da an und die sagen dir, sorry, ist schon weg. Dann kann ich direkt umziehen. Okay. Ist auf dem Land teurer als in der Stadt? Weil das Umziehen ist ja offensichtlich nicht das Geldproblem. Verstehe ich jetzt nicht, aber Zimmer 203, ich muss meine Sachen reinbringen. Ach so. Oh. Okay. Danke, Scotty. Oh. Boah. Digga, was ist los? Chiller's Art, was machst du? Oh, Alter. Leicht Augenfasching hier am Start. Und das Ganze läuft auch mit enormen 15 FPS. Yippie! So, Leute, guckt mal. So flüssig wie das Wasser, mit dem ich mir gleich den Käse von den Zähnen spüle. Wird euch auch so beobachtet? Ich dachte, der setzt zum Schwung an. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber er ist Sumo-Meister. Der drückt mich hier gleich vom Parkplatz runter. Guten Abend. 2,50 Meter ist er auch groß. Gab's die Mütze eigentlich auch in ihrer Größe? Okay, nicht so zum Scherzen ausgelegt. Verstehe. Ich muss erst meine Sachen reinbringen. Ich habe aber Hunger. Pullern Durst. Na gut, Mama, ich mache das. Was war das jetzt für ein Zimmer? Ich habe immer leichte Wegfindungsstörungen in Chiller's Art Games. Das finde ich wieder jetzt nicht. 203, korrekt?
Oh, der hat einen Kopf, aber er ist hässlich. Ihhh, Vermieter, du stinkst. Noch ein Grund mehr, im Badehaus zu arbeiten, finden Sie nicht? Du solltest mal ein Bad nehmen. Und du solltest mal Arme trainieren, Alter. Schon mal gesehen, wie du aussiehst? Nachdem du deine Sachen reingebracht hast. Triff mich im örtlichen Badehaus. Ich möchte was mit dir besprechen. Und das nackt. Hier, nimm. Das ist der Schlüssel zu deiner Wohnung. Willkommen in der Stadt. Ih, fass mich nicht an. Wohnung betreten? Ja, ja, ganz schnell. Ganz schnell die Wohnung betreten, bitte. Vielen Dank. Oh, wunderschön, Alter, hab ich mir ja. Mensch, die Lebensqualität steigt in seinem Level gleich aufs Unermessliche. Zum Glück habe ich hier ein paar Tücher für einsame Stunden. Das ist ja herzallerliebst. Die Damen, die ich hier mit nach Hause bringe, die werden Augen... Bin ich eigentlich eine Dame? Ich weiß es gar nicht. Sag mal hier. Ist irgendwas... Da ist ein Loch. Da ist ein Loch, das ist nicht euer Ernst. Rausziehen? Wenn da jetzt reinstecken stehen würde, dann würde ich die Frage von vorhin beantworten können. Was habe ich da? Ein Karton? Nee, wait. Wait, nee, das sind meine Sachen. Ach, ich muss das hier hinstellen. Wow, ich stehe übel auf dem Schlauch. Tut mir leid. Ist er weg? Thank God. Jo, Meister Sumo Meister da drüben wird mich beschützen bestimmt, oder? Vor dem Vermieter und seinen wollüstigen Lippen, seinem ekelhaften Kopf. Möchte nicht weiter mit dem zu tun haben, als unbedingt nötig. Man sieht sich einmal im Monat zur Übergabe der, der Miete, ne? Okay, verstehe. So läuft das hier. Muss ich das jetzt wirklich alles einräumen? Ist das so die Horror-Experience? Können wir da nicht irgendwie eine Kiste draus machen? Halt eine große? So, dass ich auch ein bisschen Mut fasse, weil ich davon den Umfang meines Bizeps abschätzen kann. Dann traue ich mich vielleicht auch mal bei nachts ins Badehaus. So. Ja, ich möchte betreten, bitte. Austreten würde ich auch mal gerne. Apropos, gibt's hier ein Klo? Nee, ne? Gibt keins. Was? Deswegen sieht das ja auch so eklig aus, ey. Oh, ich meine, ich habe immerhin eine Spüle, ne? Moment mal. Kann man da jetzt eigentlich reingucken? Oder das, da wird bestimmt noch irgendwas mit passieren. Mit Sicherheit. Vielleicht sollte ich was auch immer da wieder reinstecken. Da unten ist ein Klo, euer Ernst? Ach, das Landleben, Leute. So, Bertha, wo bist du denn? Wunderschön. Man fühlt sich gleich wie zu Hause. Ich quatsch den jetzt mal voll, ne? Ich will einfach wissen, wer das ist. Und ob ich Angst haben muss. Okay. So gesprächig ist er ja jetzt nicht unbedingt. Ist okay. Er lässt eher Fäuste sprechen. Ich höre Sachen. Gibt es hier auch andere Lebens... War das, ist jemand auf die Katze getreten oder auf sein Zweijähriges? Hallo? Oh, ist das das Badehaus? Oder ein Friedhof? Ich weiß es nicht. Meister? Ist der das? Nee, das ist der nicht, ne? Mönch? Okay, gut. Na, auch mal ausspülen. Wen haben wir denn da? Ich vermute mal, du bist die Neue. Okay, das beantwortet die Frage. Wir heißen dich mit offenen Armen willkommen. Sagte er und stand so da. Die Ironie. Lächel. Du arbeitest hart, um das Badehaus wieder zum Laufen zu bringen. Smile-Emoji. So habe ich gehört. Mein Ruf eilt mir voraus, denn das ist... Ich habe noch nicht mal meinen ersten Arbeitstag begonnen, aber... Ja. Wer würde das nicht tun, wenn ich du... Ich würde das nicht tun, wenn ich du wäre. Oh. Ja, dann arbeite ich schlecht. Ist kein Thema. Außerdem, ich spüre eine Präsenz, die dich verfolgt. Heißt sie zufälligerweise Vermieter? Ich empfehle dringend, wirklich dringend, dass du sich hier bei meinem Tempel segnen lässt. Du bist ein außerordentlich gehorsames Kind. Die Götter freut es, das zu hören. Ich lasse mich jetzt mal schnell segnen, was auch immer das bringt. Vielleicht ein Jumpscare wenig... Finger da raus, nicht dort. Nicht da segnen. Jetzt bist du geschützt. Zumindest vorerst.
Ich fühle mich unsittlich berührt. Du kannst jederzeit wiederkommen. Na, wann du willst. Seltsam. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, musst du eine Opfergabe mitbringen. In Vorvergelt. Sonst werden die Götter dich verlassen. Deine Mutter wird dich verlassen, Alter. Wegen deiner Attitüde. Ich meine, ciao. Hat mich gefreut. Viel Spaß noch auf diesem Friedhof. Oh Gott, ich muss hier raus. Gut, wo ist denn hier das Badehaus? Sag mal. Gar keine Getränkeautomaten. Ich wollte gerade sagen, voll unrealistisch in Japan. Und dann steht hier einer. Oh Mann. Santori. Pocari Sweat, das habe ich immer getrunken. Oh mein Gott, ich lieb's. Lol. Ah, das ist so übelst nostalgisch. Sorry, Leute, dass ich hier ein bisschen verweile. Das wird Herren sein, das Damen. Right? Man zieht wahrscheinlich seine Schuhe aus und geht dann nackt rein. Ich hoffe nicht in diesem Spiel. Er hat in der Tat Sachen an. Und es ist in der Tat mein Vermieter. Grüß dich. Ah, da bist du ja. Willkommen, willkommen. Du hast den Flyer gesehen, oder? Die Miete kannst du dir sparen. Ach, stimmt! Ich habe ja gesagt, einmal im Monat zur Miet über... Naja, gut, wir regeln das so. Das war ja der Clou. Zumindest solange du hier im Badehaus arbeitest. Ach ja, es gibt keine Dusche in deiner Wohnung. Habe ich mitbekommen. Es gibt generell nichts in meiner Wohnung. Du hast wohl keine Wahl. Wenn du hier arbeitest, kannst du am Ende jeder Schicht einfach ein Bad nehmen. Also, haben wir einen Deal? Habe ich eine Wahl? Nein. Also gut, wäre das geklärt. Fangen wir an. Oh, ich liebe das Spiel. Das macht mir jetzt schon übelst Spaß. Bitte erledige Aufgaben, die dort auf diesem Brett da aufgelistet sind. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast... Sie für dich! Okay. Es ist nicht schwierig, in einem Badehaus zu arbeiten. Oh, da bin ich mir sicher. Viel Glück. Es kommen Kunden. Oh nein. Nugget Eyes, Alter. Der Einmarsch, der Nugget Eyes. Geld einwerfen. Handtuch nehmen. Nee. Handtuch. Ah! Oh, die werden ja immer hübscher. Okay, Handtuch. Sie wollen sich doch nicht rasieren, Alter. Wehe, sie lassen ihre Stoppeln überall rumliegen. So, ich nehme das Geld. Warum muss ich immer irgendwas verkaufen in Chillas Art spielen? Ich weiß auch nicht. Ist das hier ein Rasierer? Oh, haben sie schon ein Handtuch? Hier kriegen sie noch eins. verdammt nochmal. Okay, wo sind Rasierer? Duschgel. Ah! Bitteschön. Das ist doch ein Bot. Das ist doch kein richtiger Mensch. Eine 29-jährige Frau wird seit einer Woche in... Alter, ich habe nur Angst, dass sie keinen Kopf haben. Bei der vermissten Person, ich höre gerade Radio. Entschuldigung. Es handelt sich um eine 29 Jahre alte... Ja, Frau. Ach so, Bewohnerin von... Okay, ist gut. Grüß dich. Die brauchen nur ein Handtuch. Ja, heute wird nicht rasiert? Hätten sie aber mal nötig. Oh, ihr Perr. Was für eine komische Kasse, Alter. Muss ich das Geld einwerfen oder kann ich das auch mitnehmen zu den Mönchen da? Oh, es geht ja weiter. Die kann ich nicht, dann geht die wahrscheinlich nicht weg. Scheint so, als würden keine Kunden mehr kommen. Drücke Leertaste, um ein Nickerchen zu machen. Was? Laut der Polizei wird sie vermisst, seitdem sie mit einer 60-jährigen Frau geredet hat, welche in der Nähe wohnt. Sie sind 59, oder? Okay, soll ich wirklich ein Nickerchen machen? Ich weiß, ich fühle mich irgendwie schäbig. Es ist auch übelst ruhig hier. Junge, was ist das für ein... Wie bin ich denn hier überhaupt reingekommen? Eine kleine Kletterpartie? Okay, ich mache ein Nickerchen. Damn. Es irritiert mich super. Super krass, alles nicht nur mich. Hast du dich beim Rasieren geschnitten oder was, du Idiot? Was ist los hier? Entschuldigung? Was war das? Was? Ich habe etwas in der Sauna gesehen. Könntest du für mich nachsehen? Klar, großer, starker Mann. Ich sehe in der Sauna nach. Oh Gott! Sie hatten recht.
Handtücher. Und zwar beschweißte. Ich werde mich gleich drum kümmern. Ich rufe die Ghostbusters. Könntest du was finden? Ich schwöre, ich habe was gesehen. Dieser Ort macht mir Angst. Ich hau ab. Ja, aber keine Geld-Zurück-Garantie, ne? Sir, Ihre Sachen. Sir. Sir, Sie ziehen sich noch an, ne? Ist kalt draußen. Sie ziehen sich an. Sehr, sehr gut. Was ist denn hier los? Oh, Alter. Ja, ich hab's mit dem übelsten mal dramatischen Abgang. Ja, ist klar. So, hier ist ein kleines Spiel. Entschuldigung? Der hat hier ein Häufchen hinterlassen. Das ist nicht sein Ernst. What? Okay, mach das Badehaus sauber. Was haben wir hier? Oh, oh wow. Ey, sorry, ich hab's nicht gewusst. Okay, gut. Was fege ich denn da weg? Wait, was muss ich... Oh, okay, ich muss wiggeln. My money don't jiggle, jiggle. Wiggle, wiggle. Komm her. Oh yeah, baby. Wiggle auf dem Wiesenhof. Easy peasy. Hier noch was drin? Hat hier irgendwer die Vorrichtungen bestuhlt? Nein? Gut. Ich muss noch zu den Mädels, hä? Glaube ich. Das darf ich nicht vergessen. Ein Mädchen wie du ist perfekt für die Opfergabe. Aber zum Glück sind sie 59. Ich habe also nichts zu befürchten. Junge, Alter, was ist mit denen los? Warum muss ich... Das ist halt so... Das ist... Also, ich glaube, das passt schon. Ja? Wenn die mir nicht gesagt hätten, ich wohne auf dem Land, dann hätte ich definitiv jetzt irgendwie geglaubt. Das ist eigentlich alles nachvollziehbar. Die Arbeit ist erledigt, geh dich waschen. Jukebox? Ich kann Musik anmachen? Ich habe irgendwie Angst vor Copyright. Okay, gut. Ich meine, ich bin bei den Damen, right? Ich kann ja einfach irgendwie vielleicht meine Sachen ablegen? Oder kann ich da einfach ein... Okay, Entschuldigung. Nicht lustig, wenn da jetzt jemand drauf gesessen hätte. Geh dich waschen. Tja, gib mir doch mal ein Interaktionsmenü. How about that? Irgendwas muss ich noch tun. Irgendwas muss ich erledigen. Habe ich noch Schuhe an? Ich kann es halt leider auch nicht beurteilen. Kann ich meine Sachen hier irgendwo ablegen? Wie kann ich ein Bad nehmen? Ah, der Stuhl. Duschen. Verdammt nochmal, ich dusche doch jetzt da nicht. Ich will in die Wanne steigen, da ins Becken. Oh, das ist ja gruselig. Okay. Oh, irgendwann sehe ich was im Spiegel und nicht, ich werde es nicht sein. Und mein ungeschminktes Selbst. Okay. Mir ist Angst, Alter. Kann ich bitte aufstehen? Irgendwas passiert. Ich habe nasse Füße. Hilfe! Oh Gott. Arbeitstag war doch amazing. Oh. Ich sollte den Affen fragen, ob er zufälligerweise seine Geschwister in der Sauna vergessen hat. Oh. Ich war es übrigens nicht, der da die Tür zugemacht hat, glaube ich. Bestimmt sucht der Vermieter ständig neue Leute, die da arbeiten. Da wären wir am Tag 2, Schicht 2 auch. Und ich werde mich hier erstmal ein bisschen einrichten. Rausziehen? Warum steckt denn da immer was? Steckt denn da immer drinne? Ich habe das Gefühl, ich sollte das nicht machen. Da wächst doch irgendwas, Alter. Glory Hole. Okay, wie lange habe ich...
Ich habe erst eine Schicht übernommen, ne? Ich glaube, ich sollte mich aufmachen zur Arbeit, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Ob der Typ von unten noch da ist? Nee? Es hat sich ausgequarzt. Ist gut. Wir gehen mal frisch ans Werk. Betonung auf frisch. Junge, ist das unangenehm hier. Wer kniet da? Oh, ist hier... Wegen dem Mädchen, was hier verschwunden ist, ne? Junge Dame? Das ist doch die Trauer doch, oder? Ich weiß nicht ganz, wie das in Japan so ist. Es kommen Kunden. Ach, was du nicht sagst. Immerhin waschen sich die Leute an diesem Ort. Ihr werdet mich nicht scaren. Diesmal nicht. Hahaha, bin erwischt. Alrighty. Hier, Mister. Hey, was los? Was geht? Ich muss mal meinen Stuhl ein bisschen zur Seite ziehen, damit ihr das auch lesen könnt. Bring mir in 15 Minuten einen Drink. Weißt du, was ich dir in 15 Minuten bringe? Ein Slap auf deinen Hintern. Kapiert? Nee, ich bin schwer vom Begriff. Erzähl's nochmal. Ja, Nanto. Danke. Sind das 100 Yen? 100 Yen zum Baden? Digga, nö. Den mische ich Shampoo in seinen Drink, oder? Gegenstand in der Hand entfernen. Oh, ich kann das... Ah, ey, die haben an alles gedacht. Nice. Mein Wohnungsschlüssel auch? Wahrscheinlich, hoffentlich nicht. Ich suche nur nach einem Ohrring, den ich verloren habe. Wäre geil, wenn ich jetzt hier so einen fetten Klunker nur an einer Seite hätte. Okay, zum Glück. Hallo, Sie können reinkommen. Geheimnisvolles Mädchen? Oh, da steht jemand. Entschuldigung? Suchen Sie zufälligerweise auch irgendwie einen Schnuller oder... Ich weiß nicht. In 15 Minuten soll ich ihm einen Drink geben? Ich habe doch hier keinen Drink. Scheint so, als würden keine Kunden mehr kommen. Hm, Conditioner. Nee, also so viel Leckeres gibt's jetzt hier nicht. Es sei denn, er steht auf Fresh Summer Breeze und Tropical Beach. I don't know. Und jetzt? Irgendwas wird mich aus dem Schlaf reißen. Der Wecker für seine 15 Minuten. Das waren jetzt nicht. Oh, wow. Meine innere Uhr funktioniert fabelhaft. Ich muss dem Mann einen Drink bringen. Wie mache ich das jetzt? Das ist die Frage. Ich hätte gerne irgendwie was anderes in der Hand. Weiß ja gar nicht, was er will so richtig. Hier, bitteschön. Ihr Kaffee. Braves Mädchen, sag mal, warum arbeitest du hier? Ich habe keine Wahl. Ey, wenn das jetzt irgendwie so ein Inspektor wäre von dieser Badehausfirma, das wäre echt nicht cool gekommen, sag ich dir. Man hat immer eine Wahl. Hm. Ich nicht, weil ich spiele ein Horrorgame. Willst du für mich arbeiten? Ein Mädchen wie du könnte eine ganze Stange Geld verdienen. Wenn die Betonung auf Stange ist, möchte ich es nicht. Was denkst du? Dein Leben ist wertvoll. Verschwende es nicht an einem Ort wie diesem. Kein Interesse. Erbärmlich. Du überschätzt deinen Wert. Oder ich halte meinen Wert. Auslegungssache. Sei lieber vorsichtig. Ich bin noch ein ziemlich netter Kerl. Wenn du an den Falschen gerätst, wirst du wirklich keine Wahl haben. Ich hoffe, Sie haben Ihr Ölbad genossen, Sir. Und jetzt rap. Digga, der... Was war denn mit ihm? Der war auch das Highlight im Kindergarten, Alter. Der hat sich das mit der Filzstift-Aktion irgendwie auch ein bisschen anders vorgestellt, wahrscheinlich. Okay. So. Ups. Oh nein, der Strom ist ausgefallen. Ich muss einen Weg finden, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Entschuldigung. Strom. Wie? Ich kann ja raus, ne? Kann ich irgendwo... Oh mein Gott, das sieht aber auch alles hochprofessionell aus.
Ich gehe mal dem Kabel entlang. Ich weiß nicht, wie sonst. Hier ist ein Sicherungskasten. Da komme ich jetzt natürlich nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Sorry, dass ich diesen Schlüssel wieder rausgenommen habe. Aber ich glaube, das ist halt des Rätsels Lösung. Ich muss halt nur irgendwo ein Werkzeug finden. Gib mir mal eine Sekunde. Die Jukebox funktioniert. Die Jukebox hat einen eigenen Generator. Ich glaube es nicht. Also irgendwann reicht's auch mal. Wetten, ist irgendein Werkzeug in der Sauna, damit ich da rein muss? Nee, schade. Ich höre merkwürdige Geräusche, es gefällt mir nicht. Süßwarenladen. Vielleicht verkaufen die auch zufälligerweise Schraubendreher. Schraubendreher, Süßigkeiten und, was braucht man hier noch so? Filzstifte für den Herren eben. Genau. Das Business wird brummen. Ich sag's euch. Ich latsche jetzt hier by the way rum, weil ich halt irgendwie ein Werkzeug suche. Ist wirklich das Beleuchtete. Vielleicht habe ich was zu Hause. Glaube ich irgendwie nicht. Das ist nichts, ne? Oh. Hier liegt vielleicht was? Nein? Ah, hier ist verschlossen. Da müsste ich irgendwie versuchen reinzukommen. Elektronikgeschäft. Also ich meine, das muss es ja hier sein. Kann man da auch irgendwie reinkommen? Oder... Ach so! Okay, hier ist eine Tür. Boah, das muss mir ja mal jemand sagen. Ich dachte, das wären irgendwie Fenster. Arbeitet hier noch wer? Das würde mich ja ein bisschen beruhigen, dass hier jemand ist. Auch wenn ihr Antlitz in Dunkelheit gehüllt ist. Stromkastenschlüssel. Den kann ich doch nicht einfach nehmen, oder? Was denkst du eigentlich, was du da machst? Den Stromkastenschlüssel klauen. Aber nevermind. Ich habe hier auch einen grünen. Wollen wir tauschen? Die müssten nur im Badehaus arbeiten. Hat die drei Klimaanlagen, Digga? Achso, die verkauft die wahrscheinlich. Ja, verstehe. Junge, hier ist ein Gebläse am Start überall. Nein, habe ich nicht vor. Das ist ein Feueralarm. Drücken. Das Spiel verkauft mich für blöd. Was soll das? Das war keine Absicht. Meine Hand ist draufgefallen. Das ist der Schlüssel für den Stromkasten. Oh, oh nein. Wie konnte er an meine Tasche kommen? Als ob die da drauf reinfällt. Aber sind alle immer ein bisschen... Es müssen halt in Horror-Games auch alle einfach ein wenig minder bemittelt sein. Sonst, passt das ja alles auf keine Kuhhaut. Mach das Badehaus sauber. Mit dem größten Vergnügen mache ich das. Kann ich der Dame ihren Schlüssel bitte wiederbringen? Warum habe ich nicht einfach gesagt, ey, da ist Stromausfall. Können wir mal bitte den Schalter hochlegen? Warum muss ich die Arme so hinters Licht führen, ey? Oh, meine Güte. Ich weiß nicht. Reinigungsmittel. Oh, nee, jetzt muss ich schrubben. Och, Junge. Boah. Sorry, ich bin gerade gegen die Tür gelatscht. Und jiggle, jiggle. Ist hier was? Ne? Möchte ich euch auch geraten haben, ja. Ich bin eine arme, einsame, verzweifelte Frau, die keine Wahl hat. Ich brauche jetzt nicht auch noch hier die Spooky Scares. Kann ich nicht haben. Habt ihr euch mal meine Wohnung angesehen? Ihr hättet voll Mitleid mit mir. Würdet mir keine Angst mehr machen wollen, Alter. Ich hab schon genug. So. Was machen die? Warum ist das dreckig? Stehe ich gar nicht. Ist ein Badehaus. Wird das hier nicht irgendwie von so automatisch sauber, oder? Warum ist hier an? Hier saunt doch keiner. Sauniert, meine ich. Ich glaube, das Ausschalten wegen Sturm. Das ist kein regulärer Fleck. Das ist ein kleiner japanischer Horrormädchenfleck. Die Arbeit ist erledigt. Geh dich waschen. Okay. Mein Bestes getan. Da brauche ich wohl eine Runde rein aus der Tube, Alter. So. Duschen? Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wieder SOS-Affenalarm. Zieh die Stäbe raus, doch passt gut auf. Auf ihnen sitzen Affen drauf. Wenn sie fallen, ist es aus. Bäh. Ich höre Stimmen. Oh Gott. Du bleibst da, ne? Du materialisierst dich nicht auf merkwürdige, magische Art und Weise. Oh, heute nehme ich ein Bad. Da wird richtig einer reingegönnt. Mehrere Orte, um die Affen zu beobachten. Ja, schub. Wir haben geschlossen. Danke für Ihr Verständnis. Ah! Jesus Christ! Der dieses Badehaus noch nie besucht hat. Alter. Okay, das war krass. Zum Glück bin ich kein Typ. Sonst hätte sie mir was abgebissen. Hallo? Okay, kann ich jetzt nach Hause gehen, oder? Flecken entfernen, herausfinden, warum die Stromrechnung so hoch ist. Was? Was soll ich? Wegen der Sauna. Weil die an ist. Oh, warum ist das hier alles an? Ah, ich muss dem Herr werden, ne? Verstehe. Das ist ein richtiger Poltergeist. Aber statt poltern, verwendet sie ihre Stimmbänder. Das ist ein japanischer Poltergeist, quasi. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das denn jetzt für eine Szene? Bin ich tot? I don't know. Das war der Mönch gerade, ne? Tag oder Schicht 3, schätze ich. Wie habe ich es denn nach Hause geschafft? Und warum gehe ich nach dem Erlebten wieder auf Arbeit? Ich habe immer noch keine Ahnung, was da drin steckt, so wie sich anhört, eine Schachtel Tic-Tacs oder so. Ich habe keinen Plan. Es ist Tag. Wait, ich habe nicht die Spätschicht? Oh, aber es wird irgendwann spät, ne? Ich habe halt leider kein Geld, Münzen oder so, was ich dem Mönch geben kann. Ich würde mich halt gerne irgendwie segnen lassen. Aber ich weiß nicht, ob man hier irgendwie was findet. Wäre cool. Ne? Fahndungsplakat. Oh, da habt ihr ein richtig gutes... Das habt ihr aber gut getroffen, ne? Das Face. Da wurde der Kontrastregler mal bis an die Spitze gezogen. Sehr, sehr schön. Ist hier irgendwie was? Nee, das war's von der Belichtung. Okay, sorry, ich suche halt hier irgendwie mal ein Münzchen oder so, aber ich glaube, ich habe einfach irgendwie kein Glück. Hier hinter komme ich, glaube ich, nicht. Ansonsten liegt hier nicht irgendwo offensichtlich etwas rum und viele andere Orte gibt's halt auch nicht. Eventuell direkt hier im Garten von dem Kloster oder was auch immer das sein soll, aber glaube ich ja fast irgendwie gar nicht. Oh, da geht's noch weiter hoch. Wo geht's denn dahin? Hallo? Was ist... Das Schild kann ich nicht lesen. Tut mir leid. Oh, es sieht wirklich irgendwie aus wie ein Friedhof hier. What? Angelrute verwenden? Vielleicht angle ich mir einen Groschen. Was habe ich denn da? Sack! Ich will gar nicht, will ich wissen, was in dem Sack ist. Oh Gott, nein. Nur nicht den Kopf verlieren, Seth. Lustig. Noch finde ich es lustig. Zum Glück ist Tag, sonst würde ich mir in die Hosen machen. Ich bring das mal zu dem. Ich will das nur zeigen hier? Fürs Erste empfehle ich dringend, dringend, dass du zum Opferstock gehst und dein Gebet anbietest.
Opferstock. Oh. Hier? Oh. Ah. Sorry, ich bin damit nicht so vertraut. Ich weiß nicht. Man sieht halt immer mal an Tempeln so kleine Zettelchen hängen. Ich habe das aber vergessen, wie das war. Okay. Vielleicht kann es ja mal jemand in den Kommentaren erklären, der darüber Bescheid weiß. Dringend zum Opferstock. Okay, das ist es also nicht. Das ist nur irgendwas anderes. Moment mal. Vielleicht hier dieser kleine Schrein? Kann ich die Glocke bimmeln? Nein. Das hätte sich so schön gereimt. Opferstock. Kann ich vielleicht an dem vorbei? Da geht's aber auch nicht hinein. Oder hier. Wirft man hier nicht eigentlich so Geld rein? Ich habe halt kein Geld. Das ist halt das Ding. Der meinte ja, ich muss mit einer Opfergabe irgendwie zurückkommen. Ich weiß nicht, was dieser Sack ist. Das habe ich gefunden. Das habe ich da gerade aufgehangen. Oh, alright. Kann ich das jeden Tag fischen? Und da passiert irgendwie was? Ich meine, das hätte ich halt vielleicht eher mal sehen. Plakat einer vermissten Katze. Ja, solange es kein Affe ist, weil den hätte ich gefunden. Ich schwöre, ich habe das Game nicht vorgespielt. Ich schwör's. What? Warum kann ich da nicht rein? Was ist los? Es kommen Kunden. Diesmal nur Frauen oder was? Weil der Männerbereich ist gesperrt. Was ist denn da geschehen? Hallo? Gib mir ein Shampoo. Sag bitte. Ich glaube, ich scheiße da drauf. So, wo haben wir denn... Warte mal, Duschgel, Shampoo ist hier. Bitteschön. Zwei Handtücher haben sie aber nicht verlangt. Junge Dame. Und das Jung war ironisch. Ich bin in Japan, sind wahrscheinlich 1000 Jahre alt. Ist sie das neue Mädchen? Sie würde sich gut machen als Opfer. Passen Sie bloß auf. Sonst fische ich sie nachher auch noch aus dem Teich. So, gut. Kann ich jetzt ein Nickerchen machen? Darauf hat mich das Spiel immerhin irgendwie konditioniert. Was ist das eigentlich für ein niedliches Telefon? Das Mädchen, sie wirkt seltsam. Ey, ich höre sie. Chillatekes Anhänger. Chillapin. Was? Ey, du! Was soll das lange Gesicht? Du brauchst Hilfe. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Denn Chillatekes liebt dich. Die Tatsache, dass wir uns begegnet sind, ist der Beweis. Hier, nimm. Das ist der Geist von Chillatekes. Trag ihn immer bei dir und du wirst dich lebendiger fühlen. Chillatekes? Chillapin. Chillatekes macht über uns. Was ist los? Manche nennen ihn einen Gott. Sein richtiger Name ist aber Chillatekes. Sag noch einmal dieses Wort, Alter, und ich hol den Scheuerlappen und watsch dir damit so eine, dass dein komisches Sturmband wegfliegt. Schätze, ich nehme eins. Ich will mich doch hier nicht von diesem Staubsaugerverkäufer zulabern. Das macht 100.000 Yen. Digga, sehe ich aus, als ob ich gut verdiene? Ich kann mir nicht mal die Miete leisten. So viel Geld habe ich nicht. Ungefähr so 1000. Nee, der Yen ist gerade schwach. Ich weiß auch nicht. Vielleicht so 800 oder so. 700 Euro. Sei vorsichtig, Mädchen. Nicht, dass Chillatekes dich verlässt. Chillabin. Die Männerabteil ist übrigens gesperrt. Danke für Ihr Verständnis. So. Oh, wow. Hallo? Unbekannt. 8. 1, 2. Acht, eins, zwei, ja. Das merke ich mir doch nie im Leben. Okay. Was? Gut. 8, 1, 2, ja. 20. Wait. Duschköpfe trocknen, Backpulver vom Süßwarenladen besorgen. Was will ich jetzt, einen Kuchen backen oder was?
Ein Mädchen wie du ist perfekt für die Opfergabe. Danke, das haben sie vor 25 Tagen auch schon gesagt. Und ich stehe immer noch hier, alle meine Gliedmaßen bestens vorhanden. Das waren die letzten. Mal sehen, auf der Liste steht, dass ich Backpulver vom Süßwarenladen besorgen soll. Ich habe noch gar keinen gesehen. Wieso denn der Süßwarenladen? Ja, im Elektronikgeschäft, da war die Nummer mit dem wahrscheinlichen Hausverbot. Und ob die jetzt Backpulver wirklich haben, das wage ich zu bezweifeln. Ja, aber ich kann auch noch nicht los, ich muss nur noch hier wischen. Duschköpfe entrosten. What? Duschköpfe. Oh. Seien Sie. Warte mal. Kann ich das. Wie kann ich das denn machen? Kann ich das überhaupt erledigen? Ich dachte jetzt wegen der Stromrechnung könnte ich da mal irgendwie ausmachen, aber. Nee, waren scheinbar wirklich bloß die. Die Duschköpfe, die an sind. Bei Musik spiele ich ja nicht. Räumt den mal jemand weg, Alter? Das ist ja fürchterlich. Okay, der Süßwarenladen hat jetzt offen. Ich erkenne das nur alles immer nicht als Tür. Der charge doch gleich auf mich zu. Soll ich so ein rotes Tuch wedeln? Spricht er durch ein Megafon, oder? Was gibt's denn? Süßkartoffeln? Freut mich, dich kennenzulernen. Willst du eine Kartoffel? Ey, es sind wirklich Süßkartoffeln. Ich wusste es. Ich nehme gerne eine. Vielen Dank. Jedoch musst du erst ein paar Fragen richtig beantworten. Digga, kann man das ausmachen? Wo wachsen Süßkartoffeln? Erde. Richtig. Wann ist die Erntezeit? Oh, das weiß ich nicht. Herbst? Richtig. Ha! Alter, ich bin ein Genie. Ich war ja gerade in Japan, da gab es überall alles mit Süßkartoffeln, deswegen ging ich jetzt so davon aus. Haben Süßkartoffeln Blüten? Ja, bestimmt. Wie sehen sie aus? Ach, Digga. Prunkwinde? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich nehme das. Richtig. Ha! Ich wusste es. Meine Expertise, Leute, da hat das... Ist kein Kraut gegen gewachsen. Du scheinst dich gut mit Kartoffeln auszukennen. Das ist das schönste Lob, was ich heute bekommen habe. Und jetzt die letzte Frage. Was ist der beste Weg, um Süßkartoffeln zu essen? Also mit dem Mund wahrscheinlich. Junge, der quatscht mir aber auch hier eine Prunkwindel ans Bein, Alter. Im Steinofen gebacken, in der Mikrowelle gekocht, in Öl frittiert. Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Süßkartoffelpommes unbedingt, aber sowohl gebacken als auch frittiert. Falsch! Du bist nicht nur eine Schande für alle Kartoffelesser dieser Welt, für die gesamte Menschheit. Komm wieder und versuch's nochmal. Nein, es ist dein Ernst. Freut mich nicht. Och, Mann! Im Steinofen gebacken. Gut, gut. Du hast dich als würdig erwiesen, meine besten Kartoffeln zu essen. Junge, willst du eigentlich mit dem Geschäft Geld machen oder willst du den Leuten nur auf die Eier gehen? Hier, bitte genieße sie. Aber nicht einfach runterschlingen. Kostet den Geschmack vollkommen aus. Keine Sorge. Ich gönne mir. Können Sie mich bitte nicht beobachten dabei, wie ich die Kartoffel nicht runterschlinge? ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll. Vielleicht kann ich die eintauschen gegen Backpulver oder so. Vielleicht appreciate das hier irgendwer. Grüß Gott. Von welchem LKW wurden Sie denn angefahren, oder? Junge Frau, du hast wunderschöne Augen. Darf ich mal einen genauen Blick drauf werfen? Nein? aber, kein Grund, Angst zu haben. Ich mache dir doch nur Komplimente. Ist das mein Vermieter mit Kleid? Kicher. Wegen der vermissten Katze. Tamachan, wenn du sie findest, habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Die steht auf dem Speiseplan, oder? Okay, Süßwarenladen. Wait, ich soll die Katze finden und die gibt mir dann Backpulver, oder was? No. Wie dumm ist das? Kann ich das bitte einfach kaufen? Oh, wäre mega fähig, wenn du nicht komplett irgendwie komisch wärst oder so. Oh, Mann, oh.
Süßwarenhandel verlassen. Nee, ich will Backpulver kaufen. Meine Lieblingssüßigkeit. Oh, ich habe wahrscheinlich keine Chance. Jetzt muss ich die Katze finden, Junge. Ob sie es bemerkt, wenn ich ihr den Affen einfach vorbeibringe? Ich frage ja nur. Okay, wo könnte das Kätzchen rumlungern? Es ist eine schwarze Katze und es ist mittlerweile Abend. So. Ich meine, ich würde einfach mal vermuten, ich laufe hier mit dieser dummen Süßkartoffel rum. Ich glaub's nicht. Kann ich die nicht als Opfergabe anbieten? Vielleicht will der Mönch die? Fürs Erste empfehle ich dir dringend, dass es eine Opferstock gibt. Okay, ist gut. Ich dachte, ich tue ihnen mal was Gutes. Okay, kleines Kätzchen. Wenn ich dich gefunden habe, mach mal bitte Miau oder so. Oder irgendwas anderes. So kratzt mir von mir aus das Gesicht, aber dann habe ich es irgendwie hinter mir. Mir ist irgendwie unheimlich nachts. Das habe ich ja bereits festgestellt. Ich denke mal, die Katze ist bestimmt hier irgendwo. Weiß natürlich nicht. Kann ich denn da überhaupt was angeln? Das Ding ist eine Pfütze eigentlich nur, ne? Oh, ich weiß, wo die Katze bestimmt ist, wenn sie hier nicht ist. Dann hinter meinem Häuschen. Angelrute verwenden. Gucken, was ich da finden kann. Noch ein Sack. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht jetzt zur Tradition gehört oder so. Das ist mir nicht bekannt. Pack das mal hier dran. Vielleicht macht das irgendwas. Könnte ich das jeden Tag machen? Ich habe jetzt nur meine Chance ein bisschen verballert, weil ich es halt einfach nicht wusste. Aber gut. So, uno momento. Wir gehen hier lang und erblicken einen sehr langen Schwanz. Nein. Schade. Ich habe es gewusst. Aber wo denn? Im Klo? Ich sehe es nicht. Entschuldigung. Nicht ausrasten. Entschuldigung. Sorry. Ich frage am besten nicht. Es sei ein ganz liebes Mäuschen, ne? Nicht das M-Wort. Nicht das M-Wort. Sonst rastet die gleich aus. Hier, bitte. Und jetzt einmal hier Zutaten für meinen Blechkuchen. Ist das Ihre Katze? Tamachan, willkommen zurück. Danke sehr, junge Frau. Jetzt das Geschenk. Ich habe es extra für dich gemacht. Das ist kein Backpulver. Pass gut drauf auf. Oh, so ein Truhenschlüssel. Japanische Puppe. Ich mag die nicht. Die hat das extra für mich gemacht? Das ist doch Quatsch. Hier kann ich jetzt rein, ne? Backpulver! Die hat hier Backpulver in dem... Mach das Badehaus. Ich mach das Badehaus sauber. Ja, das scheint mir ein sehr guter Plan zu sein. Und danach werde ich in irgendeine Bar gehen und mich hemmungslos beschießen, Alter. Das könnt ihr aber wissen. So. Badehaus sauber, ja? Ich komme immer noch nicht bei den Herren rein. Ist das korrekt? Wisst ihr was? Ich mache hier einfach mal Musik an. Ist alles so melancholisch. Hier gibt's doch aber keine... Ach so, Backpulver für den Rost! Sorry, ich bin ein bisschen schwer von Begriff. Ich dachte, das nützt doch eigentlich nur was gegen Kalk, oder nicht? Backpulver und Säure brauche ich doch da. Oh Mann. Okay, sorry, das habe ich jetzt nicht begriffen. Vielleicht hilft Backpulver auch gegen Rost. Ich habe keine Ahnung. Bin ich eure Großmutter oder was? Ich kenne Backpulver und halt so gegen, also Zitronensäure oder so Essig oder so gegen halt, naja, so Kalk und irgendwie verstopfte Abflüsse. Ich gebe mich mal duschen. Mir wird jedes Mal ein bisschen mulmig. Das ist schon gut gemacht hier, so dieser Horroraspekt. Muss man einfach sagen. Ich frag mich, was jetzt wieder passieren wird. Hallo? Die anderen Spiegel sind übelst dunkel, das gefällt mir nicht.
Ich kann nicht aufstehen. Da kommt doch gleich ein Scare. Ich höre Dinge. Ich kann immer noch nicht aufstehen. Es tut mir leid. Geh in die Sauna. Warum hat das Game sich jetzt so viel Zeit gelassen dabei? Danach muss ich aber nochmal duschen, ne? Schon klar. Oh. Platz nehmen, ja? Soll ich ja, augenscheinlich. Tiger! Ey, es ist noch ein bisschen Backpulver über, ne? Ich backe Ihnen auch einen Blechkuchen mit, aber verschwinden Sie. Ich habe das Gefühl, sie hat nicht auf mich gehört. Darf ich bitte wieder zu Hause aufwachen und dann ist alles vorbei? What? Beobachtet mich hier jemand von der Straße? Was sind das immer für komische Perspektiven? Bin ich das? Oder ist das eine von den Omas? Da geht jemand hinter. Ich weiß nicht, ob es... Keine Ahnung, hat er die weiße Haare und eine Kapuze? Vier... Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt hat gespeichert. Das waren nicht meine Sachen, das war nicht ich. Es wird immer schlimmer hier. Rausziehen. Was zum Fick ist das? Ich habe auch immer nichts. Irgendwas kann ich bestimmt noch mit der Puppe machen. Wohnung verlassen, ja. Och. Mir richtig gutes Wetter ausgesucht hier. Warte mal, wo ist die Person denn hingegangen, die ich da gerade gesehen habe? Ich gucke mich am besten immer irgendwo um, damit ich nichts verpasse. Und von wo aus wurde ich beobachtet? Von hier. Von hier aus war das. Fahndungsplakat. Ah, da muss ich hin. Eine Oma. Und keine weißen Haare, sondern ein Tuch. Das ist das einzige Bild, das ich von ihr habe. Von wem? Wer ist das Mädchen auf dem Bild? Sie ist meine Enkelin. Sie... Oh, ich habe sie gefunden. Sie hat also ihre Enkelin irgendwo verloren. Kann ich die auch finden? Oder ist es die Person, die hier gearbeitet hat? Digga, ich hab Angst. No. Okay, ich dachte, ich kann da rein. Hier muss ich auch noch unten hin. Müllbereich. Oh. Ich schmeiß das weg. Oh nein, das kann ich doch nicht machen. Die Frau wird sauer. Ey, das würde ich nicht machen. Egal, wie hässlich ich ein Geschenk finde. Oder wie furchterregend. Das würde ich nie so machen. Okay, ich gehe mal an die Arbeit. Ich komme jetzt wieder in den Herrenbereich. Okay, ist wieder offen. Was auch immer hier passiert ist, es kommen Kunden. Wow, Alter. Bin ja sehr gespannt. Ja, können sich die Männer wieder waschen? Abfluss freimachen stand da. Okay, Shampoo, Duschgel, Handtuch. Ich nehme erstmal das Geld. Duschgel, Shampoo, Handtuch. Viel Vergnügen. Ey, das kostet extra. Die hat das hier hingeschmuggelt, die Sau. Toll. So, Toilettenpapier nachfüllen. Abflüsse freimachen. Okay, okay, okay. Ich hoffe, ich habe noch Backpulver. Toilettenpapier nachfüllen. Ich habe gar kein Toilettenpapier gesehen. Ich weiß gar nicht, wo was ist. Oh, es kommt wer? Das Kleine. Wurde deine Mami gefressen oder was da? Ey! Okay. Ich wollte gerade fragen, ob es die richtige Abteilung gefunden hat.
nach Mutter rufen. Ey, ihr Kind weint. Die Interaktionen hier sind so komisch. Oh Gott, was passiert? Meine Hand! Hilfe! Hast du da reingefasst? Bist du in den Ventilator gelaufen, du Dummes? Meine Hand! Sollte ich vielleicht anrufen? Warte mal. Vielleicht einen Krankenwagen rufen? Das wäre eigentlich das Sinnvollste. Oder hole ich jetzt die Mutter? Wo ist sie hin? Die macht eine Tauchsession. Glasklare Sache. Oh, Toilette. Da ist sie drin. Ich kann da nicht rein. Verdammt, okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, hier liegt... Ach, ein Erste-Hilfe-Kasten. What? Warum liegt der denn da? So ein Quatsch. Hier. Wir können es abbinden. Na, alles wieder okay? Oh, Mann. Meine Hand, Hilfe. Entschuldigung? Ah, es tut immer noch weh. Ja, ein Zauberer bin ich jetzt nicht. Mama, eine Frau hat meine Hand in den Ventilator geschoben. Du kleines... Was hast du getan? Ich hab gar nichts. Ich kann nicht glauben, dass du meinen Sohn verletzt hast. Ich setze nie wieder einen Fuß in dieses Badehaus. Oh, das ist nicht schlimm. Glauben Sie mir, da bin ich auf Ihrer Seite. Ja. Okay, waren das die letzten Kunden? Darf ich jetzt bitte das Toilettenpapier nachfüllen? Ey, es kommt doch wer, ne? Oh Gott. Okay. Die war also nicht da drin, ach du Scheiße. Wer ist da? Ah, endlich! Gott sei Dank ist jemand gekommen, mir ist das Klopapier aus... Könntest du mir welches bringen? Sie sind ein Mann, was machen Sie auf der Frauentoilette? Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, Futa, den hatten wir. Ich glaube, das war der mit den bunten Tattoos oder was? Sie sind ein Mann, was machen Sie auf der Frauentoilette? Das war aus Versehen. Ich musste echt dringend. To be fair, drüben gibt es keine Toilette. Da ist dann der... Nee, das ist gar nichts, ne? Könntest du mir einfach das Klopapier bringen? Ach, Digga. Ich schwöre, dass ich auf der Frauentoilette bin, ist ein Versehen. Okay, wo gibt's denn Klopapier? Frage ich mich. Ich hab keins gesehen. Moment mal. Irgendwo drauf oder irgendwo... Oh, ach, hier ist wirklich eine Toilette. Oh, stimmt. My bad. Ach, hier oben. Die habe ich wirklich noch nicht gesehen. Tut mir leid. Du hast mir den Hintern gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Oh, ist jetzt ziemlich trocken. Ich musste es nicht genau wissen. Nee, das war nicht der mit... Ich hab das gesehen. Er ist der verdammte Geist. Was hat er getan? Die Schüssel ist immer noch nicht gesprengt. Vielleicht ist das meine Aufgabe, nachdem ich den nächsten Scare abbekomme. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, ich brauche mal ein bisschen Reinigungsmittelchen. Und dann gucken wir mal, was wir bei den Abflüssen machen können. Was sind das für Geräusche? Okay. Muss ich das immer wiggeln? Sag mal. So, hier stinkt's noch. Ja. Ist spannend. Also so ein Setting auch von Horrorgame hat man, glaube ich, noch nie. Das mag ich eigentlich an Chillers Art Games. Auch wenn die Ausführung ist dann immer so ein bisschen eher so, nicht enttäuschend, aber manchmal so ein bisschen nicht überwältigend. Unterwältigend ist vielleicht auch fies, sondern so wältigend. Wisst ihr, was ich meine? So, ist halt eher so eine wältigende Erfahrung. Ich glaube, ihr versteht mich. Aber gut. Dafür haben wir interessante Settings, Szenarien bzw. Locations mal. So aus dem Alltag. Das finde ich eigentlich immer klasse. Und das hier ist sicherlich ein würdiger Vertreter davon. Gut. Wir gehen uns duschen. Vielleicht ein letztes Mal. Ich weiß es nicht.
Eine Stunde sind wir schon dabei im Spiel. Ist alles gut. Das ist der Frauenabteil, immerhin. Ich sage nichts. Die steht gleich sowas von hinter mir. Die screamt mich gleich sowas von an. Dass ich überhaupt noch auf Arbeit gehe, ist... Kannst du eigentlich nicht erzählen. Sollte ich mich umdrehen? Genauer hinschauen. Wirklich jetzt? Das müsste doch klar sein, das Wasser. Was gibt's da zu sehen? Nee, interessant. Wir haben trotzdem geschlossen, ne? Wenn sie sich hier weiterhin so aufführen, junge Dame, dann kriegen sie nämlich Hausverbot. Ich sage es ihnen. Ich kann die hier für immer juken, Alter. Ich sollte wegrennen, ne? Ich sollte wahrscheinlich wegrennen. Ich hab keine. Oh, was? Das Haar ist zu dicht. Das Haar, Leute. Es ist zu dicht. Das Haar. Verdammt, wo geht's denn hin? Okay, irgendwo muss... Ah, die wird immer schneller. Also irgendwo muss ich entkommen. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wie. Toilette? Okay, da nicht. Ah! Shit! Ich habe nochmal für uns einen Saunagang bestellt. Ich dachte, das wäre... Ich dachte, das könnte irgendwas bewirken. Offensichtlich nicht. Gut. Okay, was muss ich tun? Wo muss ich hin? Ich bin am Verzweifeln, Mann. Vermisste Person. Ich sollte gekriegt werden? Meine Akimura. Oh, und alle, die sie da im Badehaus arbeiten, fallen ihr zum Opfer? In letzter Zeit habe ich nichts von meiner Schwester gehört. Sie erzählte mir von ihrer Depression, davon, dass sie ihren Job gekündigt hat. Ich habe gehört, sie ist in die Berge gezogen und arbeitet jetzt in einem Badehaus. Du bist nicht auf dem neuesten Stand, was deine Schwester betrifft. Sie reagiert zwar nicht auf meine Anrufe, aber vielleicht hat sie einfach nur viel zu tun. Trotzdem, ich mache mir Sorgen. Vielleicht sollte ich nach ihr sehen. Ja, ich gehe sie besuchen. Dann kann ich endlich wieder mal mit ihr reden. Okay, die Story geht noch weiter. Irena Akimura steht hier jetzt. Hey, Irena. Alles okay? Sieht so aus, als würde dich was bedrücken. Ich bin mir sicher, deiner Schwester geht's gut. Momentan, sie hat's nicht leicht, das ist alles. Irena, wenn du mit irgendwas Hilfe brauchst, ruf mich an. Okay? Danke, Mao. Ich wünsche dir viel Glück. Deine Schwester wartet sicherlich schon. Ja. Goodbye. Ciao. Ich brauche jetzt... Das ist eine 3-Tages-Fahrt in der Kiste. Ich sollte im Zimmer meiner Schwester nachsehen. Ja, ich habe halt keinen Schlüssel, ne? Also, ich weiß nicht. Ich sag nur. Sieht nicht so aus, als wäre sie zu Hause. Boah, Alter. Oh! Du bist meiner Schwester. Willkommen, willkommen. Sie sagten, meine Schwester arbeitet hier? Oh ja, das tut sie. Aber sie ist momentan mit ein paar Freunden unterwegs. Sie sollte in weniger als einer Woche zurück sein. Kann ich so lange hierbleiben auf sie warten? Aber natürlich. Eine vollkommen fremde Person vor der Haustür meiner Mieterin würde ich auch jede Zeit reinlassen. Aber die Zimmer haben keine Waschmöglichkeit. Deshalb ist es für die Bewohner gang und gäbe, das Badehaus zu benutzen. Möchtest du hier arbeiten, während du auf deine Schwester wartest? Nein. Aber es regnet doch bestimmt immer mal, oder? Du kannst dann auch mietfrei hierbleiben. Hört sich gut an, solange ich kostenlos bleiben kann. Wunderbar. Dann lass uns direkt heute anfangen, okay? Mach dir keine Sorgen, dass du nicht weißt, was zu tun ist. Es ist echt nicht schwierig, in einem Badehaus zu arbeiten. 205? Wait. 203... Da kann ich endlich sehen, was auf der anderen Seite ist, von diesem Lochdingens.
Da an der Wand. Nix. Auch ein Loch. Was schieben die denn hier immer durch? Tasche ablegen? Och man, Junge. Nicht dein Ernst. Ach, da unten liegt's. Na toll. Ach, ich immer mit so einem Kram beschäftigt bin. Ansonsten wäre mein Kommentar wahrscheinlich, gar kein Zeug mitgenommen. Wie willst du denn denn hier wohnen? So, rein da mit dir. Jetzt will ich kein Gequengel hören, ne? Bam. Cool. So. Wurm verlassen? Yes. Auf zur ersten Schicht, Alter. Ich freue mich drauf. Hast du wenigstens ein paar Groschen einstecken, so? Für den Mönch? Nicht, dass ich das irgendwie wissen würde, aber... Vielleicht bin ich ja eine Zwillingsschwester und die halten mich alle für sie. Nee, das hätte der Vermieter schon gesagt, ne? Ich geh mal hier hin. Mal gucken, was der... Ist gar nicht mehr da. Oh. Nicht gut? Dann gehe ich mal angeln. Nicht, dass ich davon irgendwas wüsste. Mal gucken. Angelrute verwenden. Ich glaube, vier von diesen Schreinteilen, da können wir insgesamt bestücken. Und was dann passiert, ist vielleicht dann irgendwie ein alternatives Ende oder sowas. Ach so, oder hier oben auch noch. Oh. Ja, dann wird's natürlich, vielleicht ist es auch einfach bloß ein Easter Egg. Keine Ahnung, ob das tatsächlich irgendwie was bringt. Also so viel will ich da jetzt nicht hin und her latschen, wenn ich ehrlich bin. So, das Badehaus. Mehr Holz für Heizkessel besorgen, Handtücher waschen. Okay, alles klar. Dann würde ich mal, also ich würde ja anfangen. Holz für Heizkessel besorgen. Oh, ungewaschene Handtücher? Es kommen Kunden. Immerhin. Ich weiß nur nicht, wo ich damit hin soll. Es gibt ja nicht irgendwie ein Waschhaus hier, oder? Ich meine, ich könnte die mal in die Wanne legen. Grüß dich. Oh, das ist der Zigarettentypi. 5 Yen? Dein Ernst? Ist das so auf so Spendenbasis? Ja, das weiß ich nicht. Ich kann das da nicht einwerfen. Keine Ahnung. Ich gebe ihm erstmal ein Handtuch. Ich kann's da nicht einwerfen. Das bedeutet, die 5 Yen, die könnte ich dem Mönch geben, wenn ich ihn finde. Hm. Okay. Kommt noch wer? Das ist einfach mega ruhig. Hi. Handtuch und bezahlt. Okay, die 100 Yen, die kann ich hier reinwerfen. Hier, bitteschön. Die sagen auch alle nix. Bäh. Kicher. Schwesterherz? Bist du das? Das wäre so gruselig, Alter, wenn... Augenblick. Wo ist sie hingerannt? Was muss ich hier machen? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Auf der Toilette ist niemand. Das ist doch die Frau von eben. Was ist das? Das Bad ist kalt. Das ist doch nicht das Kältebad, oder? Haben Sie meine Schwester gesehen? Was? Ich bin die Einzige, die hier ist. Deine verdammte Schwester juckt mich kein bisschen, Bro. Ich will einfach nur ein schönes, heißes Bad nehmen. Unglaublich, ich habe hierfür bezahlt. Entschuldigen Sie, das Heizsystem funktioniert momentan nicht. Dann repariere es. Solange warte ich in der Sauna. Ihnen auch einen schönen Tag. Sie schon wieder. Du hast nicht viel Zeit. Du solltest nicht hier sein. Ey, die checkt gleich, wenn hier jemand Neues ist, ne? Die zählt immer alle Einwohner früh durch. Wenn da eine Plus 1 steht, ist er am Start. Mit ihrer... mit ihrer Faschingshose und ihrem Kostümchen. Danke für die Auskunft. Voll gangstermäßig unterwegs. Ja, was muss ich denn jetzt hier dran machen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendwie die Handtücher hinlegen oder so? Haben wir hier eine hauseigene Waschmaschine? Das ist ein bisschen die Frage. Ist hier geflutet? Irgendwie vertraue ich dem nicht so richtig. Handtücher waschen. Wo kann man denn die Handtücher waschen, bitte?
Das würde mich jetzt irgendwie mal interessieren. Die andere Frau ist noch in der Sauna und ich muss das Heizsystem auch noch reparieren. Ha. Die 5 Yen. Kann ich die hier reinmachen? Die Münze hineinwerfen? Ja. Das ist eine Omikuji-Box. Ziehen. Okay. Das ist mein... Zeitungsstück A. Oh, man kriegt Zeitungsstücke. Das muss man wahrscheinlich zusammensetzen. Oh, Brennholz. Darauf steht, nehmen Sie sich so viel Holz, wie Sie brauchen. Alright. Gut. Nee, das passiert sicherlich auch in eurem örtlichen Kloster. Ja, genau. Genau. Soll ich das Brennholz hier hinlegen, oder was? Nee. Wo ist denn der Heizkessel? Ich weiß gar nicht, wo das hier überhaupt alles irgendwie sein soll. Die Handtücher kann ich da auch nicht waschen. Oh. Der Schlüssel fehlt? Ja, ich habe leider keinen. Aber warum sollte ich da hin? Ach so, der Key... Ah. Da hat halt jemand irgendwie was reingesteckt. Verstehe. Ist natürlich interessant zu erfahren, was. Lass mich raten, Schuhe. Aber das wäre zu einfach. Oh. Wohnungsschlüssel 203. Damit komme ich zu meiner Schwester. Also ich gehe davon aus, dass das gerade, wo ich sie gesehen habe, nur eine Erscheinung war. Ich habe, by the way, nicht gefunden, was ich mit dem Brennholz mache und wo ich die Handtücher wasche. Ich habe einfach überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo das sein soll. Tut mir leid. Ich gehe erstmal rein. Das muss ich offensichtlich vorher machen. Ist so ein bisschen... Man kriegt sehr, sehr wenig Instruktionen in diesen Spielen hier immer. Die Puppe. Zeitungsstück B. Oh Gott. Was ist das? Was zum... Kommen da Haare raus? Oh Gott, also... Hey, Zeitungsstück A und B, aber wo setze ich das hin? Ich weiß es nicht. Die Süßkartoffel. Dankeschön. Unter der Tatami nachsehen? Oh, ich will's nicht. Nur das Tagebuch lag da? Zeitungsstück C. Oh, Zeitung lesen. Eine Frau in ihren 20ern ist aus einem Badehaus verschwunden und wird vermisst. Eine arbeitslose Frau, Yoko Inokobo, welche alleine in ein öffentliches Badehaus gegangen ist, kam laut Nachbarn nicht mehr nach Hause zurück. So die Polizeistation. Die Polizei sucht seit dem Morgen des 10. Januar nach ihr. Bislang erfolglos. Da steht was auf der Rückseite. Inmitten der Asche. Heißt das wahrscheinlich übersetzt. What the fuck? Warum hassen sie mich so sehr? Alle reden hinter meinem Rücken über mich und ignorieren mich. Was habe ich ihnen getan? Alles in meinem Leben ging den Bach runter, bis ich ihn am Tempel getroffen habe. Er sorgte für mich, er liebte mich. Er sagte, unsere Beziehung müsse geheim bleiben. Aber wieso? Ich möchte einfach nur in seiner Nähe sein. Der verdammte Mönch, oder was? Solange ich ihn habe, bin ich glücklich. Hä? What? Wer? Was? Das haben wir doch gar nicht... Das war doch gar nicht so. What? Okay... Oh Gott. Es stand ja auch, eine Frau ist verschwunden. Und eine andere, nicht nur die 29-Jährige. Ich betrete mal meine Wohnung. Was ist auf dieser Seite los? Nichts. Okay. Ich habe noch nicht mal einen Kühlschrank, Alter. Das ist voll räudig. Es liegt doch direkt eigentlich nebeneinander. Boah, Junge. Übelst mulmig ist mir gerade. Übel mulmig. Die Zeitung wurde halt zerrissen, von mir verborgen. Augenscheinlich. Soll ich mal zum Tempel gehen? Hier erwartet mich aber auch keiner. Kann ich mit der Puppe irgendwas anfangen?
Oder guckt die mich einfach bloß böse an? Kann ich den Mönch hier finden? Nee, der ist hier nicht. Ich geh mal zum See. Ich meine, hier war die Rede davon so, aber irgendwie ist hier sonst nichts. Hoffe ich zumindest. Hallo? Nee, der ist hier nicht am Start. Wenn ich einmal hier bin, kann ich gleich mal angeln, aber weiß der Geier, ob mir das was bringt? Vermutlich nicht. Ich gehe mal zurück zum Badehaus. Die Gute ist ja da noch in der Sauna. Vielleicht kann ich dann irgendwas machen und musste... Ich musste halt irgendwie erst den Schlüssel finden und dann das in der Wohnung erledigen, das Zeug einsammeln. Aber wo das alles hinführen soll? Hier, Alter! Oh mein Gott! Das habe ich nicht mal richtig als Tür identifiziert. Wir mussten hier nie rein. Oh Mann, hier ist eine Waschmaschine. Ja klar, Deckel ist verschlossen. Das Wasser muss erst abgelassen werden, bevor es sich öffnen lässt. Aber das Abflussrohr fehlt. Ach, come on! Das ist ja enttäuschend, Alter. Das Abflussrohr... Was ist denn hier drüben? Hier ist auch noch Brennholz. Okay. Das reicht nicht. Ich brauche mehr Holz. Ja, ich bin noch dabei, Mensch. Hier, mach's rein. Vier Stück, drei habe ich halt von dem... vom Tempel, ne? Und zack, das Heizsystem funktioniert jetzt. Ich sollte der Frau Bescheid geben. Alles klar. Abgeschlossen. Es gibt noch einen weiteren Raum. Oh oh. Ich finde es an sich cool, dass das Game so mehrere Perspektiven hat. Also, dass dann die Schwester noch dazu kommt, um die Sache aufzuklären und das Game nicht einfach so endet, weil halt, haha, Spooky Ghost, alle tot. So, das finde ich nice, dass es da noch eine Ebene mehr gibt. Aber manchmal sind, du weißt halt oft genug nicht, wo du hin musst. So, das ist halt ein bisschen belastend. Das ist alles so unscheinbar. Die hat was an. Aber warte mal, das ist die Schwester. Ich habe noch die gesucht. Warte. Ey, die ist weg. Ey, ich wollte dir deinen Schlüssel zurückgeben. Verdammt. Ja, wo finde ich denn jetzt ein passendes Rohr? Oh. Okay, was ist das? Eine Zange. Was mache ich da denn mit? Okay. Oh, warte mal. Da kann ich vielleicht durch, warte, draußen bei den Mülltonnen. Kann ich damit was aufpuppeln? Kann ich das da unten? Ah, da ist ein Rohr drinne. Damn. Wie soll ich denn da bloß reinkommen? Warte mal. Der Krähe, können wir irgendwas geben? Die hat was im Schnabel. Die Süßkartoffel? Das findet sie nice. Ey, du musst erst ein paar Fragen beantworten. So, was haben wir da? Was ist das? Wait, was soll das sein? Ich hab's nicht gelesen. Ach, Schließfachschlüssel. Ach so. Okay, sehr gut. Damit kommen wir jetzt dann hier rein, korrekt? Ja. Und da ist ein kleiner Müllplatzschlüssel drin. Natürlich ist er das. Wie auch sonst. Okay, wir haben das Abflussrohr. Wir können die Handtücher waschen. Boah, Junge. Ich bin aber auch so langsam fertig hier, muss ich sagen. So, wir bringen das Ding an. Tun die Handtücher rein. Und was auch immer dann geschieht. Also ich gehe davon aus, die Handtücher werden dann bestimmt irgendwie schmutziger danach oder so. Okay, das Turbo-Programm, Alter. 20 Sekunden. Wahrscheinlich nicht mal. Gut. Die Handtücher, die... Ich glaube, ich weiß, wo die hinkommen. Die frischen. Ich schätze mal, der Platz wurde uns schon vor einer Weile gezeigt. Hier? Ja. Aber das ist erledigt. Geh dich waschen. Wir haben Saving. Spielspeicherung. Okay, meine Freunde. Ich gehe jetzt auch einfach mich waschen. Ich suche meine Schwester nicht oder irgendwie so. Ich ignoriere das irgendwie. Ich reagiere darauf irgendwie gar nicht so groß. Das ist super strange. Das hat sich erledigt mit dem Äffchen, ne? Das kann zumindest nicht mehr kommen. Aber so ein Spiegelscare, den hat man noch nicht. In 3, 2,
Ach so, warte mal. Ich muss erst aufdrehen. So. Als hätte ich es geahnt. Ich kann die alle durchschauen mittlerweile. Oh, 5 Minuten? Verflucht seist du, um deine Fähigkeit, eine digitale Uhr an die Wand zu projizieren. Was? Was muss ich denn machen? Was ist das? Was ist das zur Hölle? Badeschale? Badehocker? Quietscheentchen? Wait, what? Was muss ich denn tun? Oh, ich muss das alles an seinen Ort bringen. Warum das denn? Ist es hier der stressige Arbeitssimulator oder was? Moment. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo das hinkommt. Badeschale. Dahin. Oh no! Handtücher? Junge, das ist ja übelst überfordernd. Habe ich es richtig gemacht? Ich verstehe es nicht. Ah, ich glaube, die Badeschale kommt neben den großen Pool, ne? Ne, warte mal, hier steht auch eine. Das kann gar nicht so verkehrt sein. Oder muss das exakt gleich sein? Oh, das muss bestimmt exakt gleich sein. Oh nein. Okay. Gut, jetzt habe ich kapiert. Warte. Quietscheentchen ist... Wo genau? Okay, im hinteren, also hier direkt gegenüber. Dann steht hier eine Schale. Da steht ein Hocker. Okay. Das gibt mir Mühe. Junge, bist du das checkst? Okay, Entchen. Komm mal mit. Entchen kommt hier rein. Schale kommt... Ja, hier vorne oder da hinten? Ah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber hier zwischen kommt irgendwie ein Hocker. Moment mal. Warte mal, den kann ich nicht nehmen? Den kann ich nehmen. Ich weiß nicht genau, an welcher Position. Ich stell den mal kurz hier hin. Ich schau mal. Moment. Wir kriegen das hin. Wenn es nur das ist, okay, von hinten aus kommt der hin. Die Schale... Ach so, sie steht an der gegenüberliegenden Stelle. Und zwar hinten. Steht ziemlich mittig, aber wenn dann hinten. Da steht ein Hocker. Hier steht aber auch Schale und... Okay, wir lassen die Zeit ablaufen. Ich hab keinen Plan. I don't know. Ich weiß nicht. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ja, die kommt mich jetzt holen. Ich wünschte, ich hätte irgendwie eine Aufgabe. Renn zur Wohnung? Wie jetzt? Also war das... Also doch? Oh mein Gott. Also war es doch richtig oder... Was habe ich gemacht? Das wäre jetzt mega der Zufall. Okay, sie kommt. Ich gehe hier gleich hoch. Brauche einen Schlüssel. Zu welcher Wohnung? Ich gehe mal in meine... Dunkel. Also habe ich es doch geschafft? Komm doch ruhig rein, es ist hier eh mega Durchgangsverkehr. Jumpscare. 3, 2, 1. Können mich nicht mehr verarschen, Alter. Dass ich überhaupt noch gescared werde. Ich schwör, ich hab mir das Spiel nicht angeguckt. Super verwirrendes Ende. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist alles. Wo schleppt er mich hin? Oh, wahrscheinlich in dem verschlossenen Raum da im... In dem Spa oder Onsen oder. Ja. Digga, so als jemand das Hinterteil ist schon. Lebt sich schon fresh. Ja, ich bin im Heizungsraum.
bin vielleicht Brennholz. Ach du Scheiße. Deswegen ist es da warm. Was zum Arsch passiert da? Also jetzt wird's absurd. Was? Hä? Okay. Ist das der Vermieter? What? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Alter. Ich gehe mal davon aus, das ist nicht unbedingt ein gutes Ende, was ich da erreicht habe. Aber es ist ja auch ein Horror-Game, so von daher nicht so schlimm. Es passt ins Konzept. Es ist ja kein Friede, Freude, Eierkuchen-Spiel. Und sie ist noch unterwegs und terrorisiert seit jeher die armen Nuggetice in den Unsens der Berge von Japan. Das war The Bathhouse! An welcher Stelle ich das jetzt verkackt habe, dass ich irgendwie den Geist vielleicht wieder loswerde, weiß ich natürlich nicht. Hat mir an sich Spaß gemacht. Jetzt zum Schluss fand ich es ein bisschen sehr, sehr wenig Info, was man tun soll. Und halt übelst verwirrend. Ich weiß nicht, ob man sowas checkt, wenn man... Also ich habe schon viele Chillers Art Games gespielt, so von daher kann es jetzt nicht unbedingt so ein Signature sein, aber... Man hat immer sehr viel, sehr wenig Sense of Direction. Das mit der Krähe, das hätte man auch einfach irgendwie gut übersehen können. Das ist alles ein bisschen schade. Aber ja, Ending weird, super weird wie immer. Ich mochte an sich das mit dem, dass man sich hinsetzt, badet und dann so locked in place ist. So, und dann passiert irgendwie ein Scare, aber man wusste nicht wie, wo, aus welcher Richtung. Das fand ich schon horrormäßig eine coole Sache. Weil du wusstest, irgendwas kommt, aber nicht wie, was genau so. Ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich guck mal noch, ob hier nach den Credits noch irgendwas kommt. You got the bad ending. Ja, was du nicht sagst. Ey, das steht aber nicht hier, wie viel von wie viel. Ja, es gibt sicherlich noch ein gutes Ende, aber wie das immer ist bei Chillers Art Games, musst du die komplett nochmal von Anfang spielen, weil du keine... ich kann jetzt hier auf Fortfahren drücken und habe den letzten Speicherslot, aber es kann sein, dass ich irgendetwas lange im Spiel vorher gemacht haben muss bei einer Entscheidung. Das fing ja irgendwie schon damit an, mit so Entscheidungen, wo man sich denkt, so, was geschieht, wenn ich das jetzt das andere genommen hätte oder so. Also, sorry, aber einmal reicht, das hat jetzt ansonsten keinen Wiederspielwert. Jetzt schaut euch das ansonsten gerne woanders an. Aber yo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir an sich schon im Durchschnitt. Und wir sehen uns im nächsten. Bis dann, haut rein und Dankeschön fürs Zuschauen.